Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rocket League zusammen mit der Diabetante. Und kennt ihr das? Man möchte, man schiebt sich was im Mund. Man will was erzählen, schiebt sich dann was im Mund und fängt dann an zu erzählen. Hä? Ja. Dein Handy ist immer noch an. Vom Richtig. Sound. Wie laut das hast du das denn eigentlich, dass das dein Mikrofon mit aufnimmt? Das ist A, ein sehr gutes Mikrofon und B, ist das Handy immer auf volle Lautstärke eingestellt. Warum das denn? Ich habe meins immer nur auf Vibration. Kann ich dir sagen, weil genau das ist ein schönes Thema für die heutige Sendung. Für die heutige Sendung. Für die heutige Folge, finde ich. Ja, sehr schön. Nicht so schön. Uncool. Der kommt doch da kilometerweit daneben. Was zum Uncool? Hier, ich habe ihn mal voll weggeblockt. Nein. Ja, talke bitte dein Thema für diese Sendung. Ja, ich muss mir ein bisschen konzentrieren, dass ich den Ball auch einigermaßen nicht treffe. Bam, hast davon. Schön. So, nein. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele Leute, die von bei uns zuschauen oder bei dir, bei mir guckt ja eher fast keiner. Haha, ich habe keine Freunde, deswegen guckt auch keiner nach. So. Weiß nicht, muss ich fahren? Ja. Ich habe auf mein Handy geguckt. Du weißt, das kostet einen Punkt und 60 oder 70 Euro jetzt, ne? Wie gut, dass ich noch keinen Führerschein habe. Ja. Dann kriege ich noch mehr Ärger, also Geldstrafe, wenn ich ohne Führerschein fahre und dann auch noch aufs Handy gucke. Ja, dann brauchst du zumindest keine Gedanken, über einen Führerschein zu machen, den du dann nicht mehr kriegst, also. Nee, Dankeschön. Gut. Ich bin ja nicht zu der Zeit groß geworden, wo es Handys gab. Sie gab es ja schon relativ früh, halt nur ein bisschen sehr viel größer. Aber schon in der Zeit, wo das halt für die Allgemeinheit schon so langsam bezahlbar wurde. Einmal die Handys an sich und auch die Tarife, die es damals gab. Und da war man halt, war ja neu, du warst überall erreichbar, schalala. Und heute ist das so, wie heute ja eigentlich jeder ein Handy, vielmehr ein Smartphone. Wie haben wir das denn jetzt gemacht, dass wir alle dran vorbeispringen? Und man ist praktisch ja 24/7 erreichbar. Und die Leute, die so ein Ding haben und erreichbar sein wollen oder sich austauschen mit WhatsApp, Skype oder was es da nicht noch so für Messenger gibt, die erreicht man dann aber nicht. Weil sie das Handy lautlos haben, das in irgendwo liegen haben und dann nicht darauf achten, ob es klingelt oder nicht. Wofür hat man denn bitte schön Handy? Und solche Dienste. Was machst du denn da? Ich hätte was sagen sollen. Es ist doch eigentlich klar, dass du dann immer... Okay. Ich dachte, es wäre klar, dass du dann immer fährst. Hallo, bei uns ist doch nichts klar. Das müsstest du langsam mal wissen, oder? Ja, Entschuldigung. Und, ja, bitteschön. Kannst du, was du musst, ja, sehr schön, und kannst du normal, und ein bisschen, ja, und, ne, was machst du denn da? Tango tanzen? Ja, sehr schön. Mein Bus, oh, machst du mir den? Ne, war kein Name dran. Rechtzeitig. Ist das jetzt wieder ein bisschen flüssiger, oder bin ich jetzt irgendwie komplett alt? Ja. Ab dieser Folge bist du alt. Ja, vielen Dank. Na. Und dann hat er auch dieses Fröstel-Dödel da. Fröstel, du fährst. Fröstel, du bist auch so ein Fröstel. Ja, nein. Aber ich verstehe es halt immer nicht. Man hat ein Handy, man ist eigentlich immer zu erreichen und wenn man solche Dienste hat oder... Du. Upsi. Dann ist man da auch erreichbar. Dann stellt man Handy auf lautlos und warte dann 10 Stunden, bis vorher dann mal irgendwo eine Antwort loslasse. Was ist das für ein Scheiß? Hä? Achso. Ja, aber wenn man halt, ne, also ist es schon... Ah. Warum sollte man es immer auf laut haben? Weil es stört ja auch irgendwie, wenn man zum Beispiel jetzt gerade mit der Familie ist, oder... Nein, ja. So. Mit der Familie oder so gerade ist, dann will man ja nicht, dass ständig alle am Handy sitzen. Also das ist ja heutzutage öfter so. Das ist ja schon, kotzt ein bisschen an, wenn dann alle am Handy sitzen. Das ist natürlich richtig, wenn man irgendwo ist, zu Besuch oder so, oder mit Freunden unterwegs ist und gerade was zu tun hat, ist das die eine Sache.
Aber ich rede ja jetzt nicht nur von den Leuten, von den Teenagern oder jungen Jugendlichen, wie auch immer man das nennen möchte, die zu Hause bei Mutti sitzen, sondern von denen, die auch mal alleine leben und Familie haben oder Single sind oder was weiß ich. Und dann Tor kriegen. Die machen es ja genauso. Das ist einfach eigentlich, ist zumindest meine Meinung, ist man komplett gestresst und genervt von so einem Ding. Und eigentlich möchte man das gar nicht haben, aber doch, aber schon irgendwie doch, weißt du, wie ich meine? Das ist ja ganz komische, wie soll man das jetzt beschreiben? Ah! Hat mir ein Bus geklaut. Mein Bus! Man möchte schon erreichbar sein und dann doch wieder nicht. Und das passt halt irgendwo nicht zusammen. Entweder man hält sich so ein Ding und hat halt die Arschkarte, dass man halt 24/7 erreichbar ist. Oder man holt sich so ein Ding nicht und ist dann nicht erreichbar. Und hat seine Ruhe. Aber diese Ausreden, ich hatte das lautlos, das ist, da kriege ich Kotzkrämpfe, weiß ich nicht. Das ist wie in der Schule sagen, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Was denn? Also ich hab's halt nicht auf laut, das sondern auf, dass man halt schon noch mitbekommt. Aber halt nicht das nervige Sound. Ja. Ich könnte weiß das nicht, hier mal, wie mein Klingelton ist. Irgendwie, weil, ich könnte es hier zu Hause natürlich auch leiser machen, das ist klar. Aber ich weiß ganz genau, weil ich das jetzt hier leiser mache, dann bin ich unterwegs und dann vergesse ich das wieder lauter zu machen. Und wenn du unterwegs bist und das in der Tasche hast, dann hörst du es halt nicht. Und dann habe ich halt, warum halt dein Handy mit, wenn ich unterwegs bin und mich keiner erreichen kann. Ja, aber ich finde, man braucht auch nicht 24/7 erreichbar sein. Also ein bisschen so sehr schön Ruhe kann man. Wenn man es nicht will, ist richtig. Aber wenn man es, das ist auch sehr oft, finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, man schreibt so hin und her. Man hat ja eine Konversation und mal kommt eine Stunde nichts. Das ist so, finde ich, das gleiche, als wenn. Ach, Toba hier auch mal drin sein, ne? Das gleiche, als wenn man jetzt draußen sich mit einem real unterhält und so während des Gesprächs einfach abhaut und sich so nach einer halben Stunde wieder trifft. Das ist das gleiche in Grün. Ja, im Prinzip schon. Und das, weiß ich nicht, macht man einfach irgendwie nicht. Wenn man sich gerade am Unterhalten ist, dann macht man das zu Ende oder sagt, du, ich habe gerade keine Zeit, und dann weiß man Bescheid. Aber nicht einfach, man meldet sich nicht. Mhm. Ist natürlich dann auch immer situationsbedingt. Ach, wir haben ja gewonnen. Also du meinst jetzt, wenn zum Beispiel jetzt gerade der Hamster irgendwie tot gestorben ist, dann ist das verständlich, oder was? Oder wie meinst du das jetzt mit situationsabhängig? Nein, weil man jetzt weiß, meinetwegen, wir würden jetzt eine halbe Stunde schon am Schreiben sein. Und ich weiß aber, dass du viel zu tun hast, weil du Hausarbeiten machen musst, weil du einkaufen musst, weil du sonst irgendwas machen musst. Dann kann ich ja davon ausgehen, dass eventuell mal ein bisschen länger dauert, bis eine Antwort kommt. Das meine ich so. Wenn man jetzt aber so schreibt und es kommt eine halbe Stunde lang dauernd hin und her getextet und dann mit mal eine Stunde nichts. Obwohl das gerade mitten, was machst du denn morgen noch als Beispiel? Oder irgendwas, was ich, über was man sich dann gerade unterhält. Und da kommt dann einfach nichts. Obwohl vorher nichts irgendwie was war. Das finde ich persönlich ziemlich, schon fast arrogant oder dreist. Weil, gut, wir wissen das auch, heute die Kommunikation ist ja ein bisschen anders, wie das damals war. Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich die Erdbeertante schlage. Was? Ja, wie beim Kürbisspielen. Es sehen sehr viele Leute und auch gerade jüngere Leute. Soll doch mal irgendwie in ein Team. Ja, warte mal. Ich will doch mal ein bisschen erzählen, Mensch. Erst soll ich erzählen, oder soll ich wieder nicht erzählen? Kannst du mal entscheiden, was du möchtest. Sehr schnell voreingestellt, du hast ja wieder Scheiße eingestellt. Ich hab den ersten Platte kaputt gemacht. Ja, du machst meinen ganzen Boden da kaputt. Ist gerade frisch gewischt da. Ja, frisch, Und auch noch, ach, du machst ja Sachen mit mir. Echt jetzt? Zumindest hast du dieses Time Circus ausgemacht. Ja, das habe ich extra gemacht. Das finde ich sehr nett von dir. Danke fürs Mitschießen. Gern geschehen. Echt jetzt? Blende, danke. Echt jetzt. Und die Kommunikation, wie gesagt, die läuft heute ja ein bisschen anders, als es damals gewesen ist. Damals war es halt höflich, ein Gespräch anzufangen und das dann noch zu beenden und nicht einfach zwischendurch abzuhauen. Aber, Echt jetzt?
Irgendwie sehen das die... Was ist denn los mit deinem echt jetzt, Mensch? Das habe ich mir angewöhnt. Genau wie dieses Ja-Ja und dieses Nein. Ich hatte doch die Faust gehabt, warum ich denn explodiere? Ich habe die auch gehabt. Ach so. Und das finde ich dann halt ein bisschen kacke. Und dieses... Hast du das gesehen? Super. Ja, ne? Ey! Du hast da schon ein Loch da. Ich jetzt. Was eigentlich? Warum mache ich dieses echt jetzt denn nicht? Also das ist voll die Angewohnheit jetzt gerade. Gibt's doch gar nicht. Komm, komm, auf den Boden! Orange, auf den Boden! Auf den Boden! Ja. Das ist ja nur noch Loch. Wir sollen da beide da auch noch anders hin. Ich hab das nicht gesehen, weil du mich zerstört hast. Nee, du hast dich selber zerstört. Du bist auf mich gefahren. Ich hab die Faust gehabt. Ja, muss ich mir jetzt noch mal angucken hier. Wenn ich live miterleben kann. Du hast mich dadurch sogar noch weggeschubst. Das war voll unfair eigentlich von dir. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Juhu. Aber das ist halt... Ist halt so. Da haben natürlich die älteren Menschen, sag ich mal... Ein bisschen andere Ansichten als ihr jungen Leute. Ist so, aber... Wap. Ach, du hast deine blöden Spikes am Start. Echt jetzt? Oh, warum sagst du das jetzt ständig? Weiß ich nicht. Voll die Angewohnheit, ey. Du musst damit mal aufhören. Du musst irgendwie mal was sagen, wenn ich das mache. Hopp! Echt jetzt? Echt? Nee, dieses, wie heißt das hier? Dropshot oder Zerstörung oder wie ever? Wie immer. Wie ever? Ja, natürlich, echt jetzt? Und ich hab da doch schon die ganzen Löcher, ich muss doch da reinschießen, Mensch. Kriegst du niemals hin. Nö, nö, abgelehnt. Fuck off! Fuck off! Fall doch runter, du blödes Auto! Das war jetzt aber sehr viel Glück für mich. Ja, ich versuche es noch zu retten, aber es wird nicht. Es hätte nicht sollen sein, ja. Echt jetzt? Hui! Echt jetzt? Das ist das zweite Spiel jetzt, ne? Echt uncool von dir. Uncool. Das hat so auch so ein Magneto-Gerät da. Ah, ich hab den Turbo gerade drin gehabt, deswegen. Ich wundere mich, was ist denn hier los? Ah! Sehr gut gemacht. Das hättest du mal, das kann man doch auch gegen andere spielen. Das hättest du mal aussuchen sollen. Also, dass wir. Es geht ja nur 3-3 und dann haben wir einen Random, weißt du? Ja, ist doch wurscht. 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 Wurst. Oh, nächste Woche. Oh, nächste Woche gibt es was zu futtern hier. Also, was heißt Wurscht? Richtig? Nee, Wurscht, nee. Geiler Move. Oha. Richtig geiles Ding. Jetzt muss ich nur das Loch treffen. Echt jetzt. Richtig uncool gerade. Oh, fast! Uncool! Roll doch da rein, du blöder Ball! Tu mir den Gefallen, bevor ich dir einen knall! Mit deinem komischen Ventilator da, also Tornado, Hurricane-Ding. Nein! Oh, jetzt mach ich wieder Eigentor! Sehr schön! Geh doch, mach, mach, komm, komm, Baby, komm! Komm jetzt hier, Orange. Nein, nein, nein! Orange! Egal, egal, jetzt komm!
Komm! Nein! Nein! Fuck off! Schade! Immerhin diesmal nicht in der letzten Sekunde wie sonst. Schönes Spiel, aber das ist echt nicht meins. Also mit anderen, ja. Da treffe ich den Ball komischerweise öfter, als wenn ich alleine spielen würde. Egal, schön gespielt. Das hast du jetzt extra gemacht, damit du mal wieder gewinnst, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, wir können auch mal, vielleicht nächste. Nee, das war ja schon jetzt von unserem Aufnahmemarathon die letzte Runde, glaube ich, oder? Also das letzte Video. Ich glaube schon, ja. Dann müssen wir zumindest, wenn wir normal spielen, ein One-on-One spielen. Das haben wir auch schon länger nicht gemacht. Vielleicht mit irgendwelchen komischen Sachen, so mit nur Rückwärtsfahren zum Beispiel oder sowas. Oh Gott, dann wäre eine Zitrone. Zum Beispiel. Weil das gilt ja eigentlich immer noch so. Wann haben wir das gemacht? Dritte, vierte, fünfte Folge? Weiß ich gar nicht mehr. Nein, 12. Ja, doch so spät? Aha. Zumindest gilt ja immer noch die Aufforderung an alle, die zugucken, uns zu sagen, wie wir das Spiel mal spielen sollen. Also, wie gesagt, nur mit Turbo gedrückt oder nur rückwärts oder nur auf dem Dach oder hast du nicht gesehen. Nur auf dem Dach rückwärts wäre scheiße, das geht ja gar nicht. Nur auf dem Dach geht halt nur, wenn du unendlich Boost hast, aber das kann man ja einstellen. Irgendwie solche ganz komischen Sachen, wo man eigentlich normalerweise nicht spielt und man sagt, ey, die habt doch voll was im Kopf. Genau sowas suchen wir. Und wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, ein Abo oder einen Kommentar. Und ich sage Dankeschön, liebe Erwertante, fürs Spielen. Und euch wünsche noch einen schönen Restmontag und eine Restwoche. Und ich bin weg. Bis dahin. Tschu. Jo, dann hau mal ab hier. Dann habe ich entweder meine Ruhe ab. Nein, Scherz. Matrix Pro findet ihr wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann würde ich genauso sagen, wünsche ich euch auch noch einen schönen Restmontag und eine schöne Restwoche. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video. Tschüss.